Assalamu alaikum, meine Lieben. Jetzt, sorry, jetzt wieder die Khadija. Mahmoud, Mahmoud, you bring much. It's a little bit. We just need. They have the one because I don't like what we eat later. And the red basil, good. Not with your mouse. Mahmoud, the corona. Ah, wallah, it's okay. Also, nee. Around everywhere now, corona. Aywa. I look to me, I wear the kamama or not, a disinfection or not. Yeah. And you make nothing from this, and then you put me in the ugly. I stay in the home, honey. I don't want to go somewhere. Yeah, for saving money, not for the corona. He's a man, eh? But you have no chance in discussion. I'm better in discussion. Komm. Leute, das ist mein Liebling. Das ist ein Tomatensalat. Das ist eher Zwiebelsalat. Der ist lecker. Das ist mein Favorite. The first time we eat in this car. Bismillah. Gut? Mhm. Das ist doch ein schöner Sonnenschirm. Der hat es schön gemacht. So, machen wir mal kurz. Ah, in die Salat müssen wir gehen. Ich bleibe im Auto und spiele Candy Crush. Bin jetzt Candy Crush Fan. Soda Crush, Candy Crush, Bubble Shooter und Fischdom. Das spiele ich gerade. Als ich krank war, habe ich mir das runtergeladen. Okay. Take the laptop, the Kamema. Einmal Mundschutz, bitte. I don't know. New one. Der Router. Unser Router. Moment. You buy the shoes. You need shoes, Mahmoud? I need kulla haga, but I. We have no time for you. I never buy something. When I say time, this means really time, not money. Wenn der sagt, we have no time, sagt er, we haben keine Zeit. Nee, your time for the shoes, impossible. Wir gehen jetzt Schuhe kaufen. Mahmoud, I go in the shoe shop. I chick, anziehen, weg. Ne, mit der schönen Handtasche kann ich jetzt nicht mit in den Schrottschuh kommen. I change every week. I change every three years. Guck, die schöne Tasche von Coco Chanel. Ne? Also, Chanel. Imitation. Coco Chanel. Ich komme mit den alten Schuhen. Okay, I say schon, when we go with the Shanta, they say, oh, this rich woman. Der hat gelacht. Warum? Die sieht doch voll teuer aus, die Tasche. Rich woman, broken shoes. Rich woman, broken shoes. Kann man nicht zeigen, die Schuhe jetzt. Ich zeig dir, I will show the new shoes. Mm-hmm. That you know. Yalla. We bought 100 chicken, but not shoes. Now we can't, jetzt kommen die Schuhe. Guck mal, Leute, jetzt gehe ich so raus. Where it is? Ich habe voll gegessen, jetzt gehe ich raus mit so einem riesen Fleck da im Kopftuch. Das ist eine Lach. Das sehe ich nämlich nicht und laufe ich rum mit Bohnenmus im Kopftuch. Upsala. Jetzt. Oh, der kotzt drauf. Habibi. It's good, Habibi. Halas, leave it. Ich schäme mich nicht. Ein bisschen. Du bist in Ägypten ein bisschen voll am Kopftuch. Das macht mir nichts aus. Kriege die noch Hunger und sage, oh, die kocht gut, die hat sogar, die bringt das Full selber mit. Deswegen, look, this is a good woman, she can good cook, she bring the Full with her. Ach, you see? Ha ja, immer positiv alles sehen. Und wenn sie glotzen, die glotzen doch eh, ob da Full ist oder nicht. Eieiei, hier ist was los, Leute. So, seht ihr das? Das ist der Yunus, der neue Stoff für Yunus, der kriegt eine Galabeya. Hier. Mahmoud sucht sich jetzt gerade auch aus, 100 Pfund der Meter und wir nehmen jetzt mal 2 Meter, wir wissen nicht die Größe genau. Den Rest kriegt die Mausi zum Barbie-Schneider, dann kann sie für ihre Männer Hosen nähen oder so. Hm? Aywa, sagt er, darf ich mal vorbei, Lehrerin? Ne? Guck mal, der steht auf dem Tresen, heia, heia. Komm. Mahmoud sucht. Das kann wieder dauern. Leute, warum habe ich das angefangen? Ich wollte nur für den Yunus eine Abaya, eine Galabeya. Was? Ja. Mahmoud, this is not the first and the last Galabeya you will buy in your life. Komm. You like it? So, jetzt anziehen. You like it? I like this one, if you ask me. Today? Ah. You take this one? Yeah. Joking or what? Like really good one.
Ja, Leute, Winter, das ist eine Winterabaya jetzt, gell? Und der Mahmoud braucht 3 Meter. Und dann bringt er es dem Schneider. Dann zahlt er dann nochmal 150 Pfund oder was. Und dann, ja, dann ist die Galabea fertig. Also, Mahmoud hat sich umentschieden, er nimmt die ganz teure. How much is this, Mahmoud? 320. Der Meter. Wow. 320 der Meter. Das guckt er sich seit einem Jahr an. Jetzt sage ich, kauf das Ding. Was glotschen so lang rum? Also jetzt kostet die Galabea ihn um die 1000 Pfund, aber das ist ein teures Ding. Und sonst hat er immer für 100 Pfund, 200 Pfund den Meter. Jetzt hat er 320 der Meter. Da habe ich gesagt, kauf doch für den Younes das Gleiche. Und dann hat er gesagt, nee, das ist zu teuer. Der Younes kriegt das. Aber das ist auch gut. Nee, die fließt auch ganz anders. Ha, now you are in the higher class up. Okay. Ja, aber die ist auch nice from the... Leute, hat eine Riesenschere, das zeige ich euch gleich. Moment. Jetzt kriegt du... And the rest get a minash for the Barbie man, she make trouser. Maschi? Halas, alhamdulillah. Kaufen jetzt die Schulkinder diese für die Uniform. Ne? Die Mütter kaufen die Dinge und tun selber nähen. 52 Pfund der Meter, habe ich gerade gehört. Jetzt geht die aber zum Schneider und lässt es ausmessen. Und dann kommt die wieder. Keine Ahnung. Oder lasst sie das irgendwo billiger machen, die Uniform. Naja, also 3 Meter. Jetzt schaut mal, wie cool der das mit der Schere macht. Ich finde das cool. Der hat es im Griff. Das ist ein Profi hier. Klar, macht das den ganzen Tag. Guck mal, die Schere. Made in Italy. Guck mal, chic. Ah ja, fertig. Und der Stoff ist voll dick, gell? Das ist Rasierklingenschere. Ask him in the magas. Gomori, bring it. Natalia. And you're off in Tali? Maserhen, Cairo? Yes. Mishnaga Hamadi? La. Lia, Kullum in Cairo. Den Schreiner fragst du, woher hast du es aus Kairo, den Tacker. Der hat die Schere aus Kairo. Ja, bei uns findest du so Sachen, ne? Das ist alles Schrott, was wir haben. Da musst du nach Kairo, da kriegst du gute Sachen. Guck, gute Qualität. Mitrin. Ja? Mitrin. Mitrin heißt 2 Meter. Kassar alaya. Er sagt, wir wollen mehr und mehr. Mahmoud kriegt so große Augen in dem Laden, ich sag's euch. Der liebt so Stoffe, der guckt sich stundenlang Schuhe und Stoffe an. Das gibt's nicht, gell? Ich krieg hier schon Vogel, dass wir hier warten müssen. Vor allem mussten wir erst zahlen und dann schneidet der. Nämlich nachher haben wir kein Geld und hat den Stoff geschnitten. Erst wird bezahlt. Das ist ein guter Ding, gell? So muss sein. I was like, it's important, you pay first, later he cut it, and then you have no money. Guck mal, das Ding. Ah, jetzt hat es mal Stopp gemacht. Super, ha ja. We can make for Abudi maybe also one. Ma bad. Eyre, wallahi, ma fadi jineh ta'ala. What? Is jineh ta'ali fadi. I have. You don't have, but la, me. Wallahi, la yumkin. In my Shantafi. Oh, was ist das Bunte da? Das habe ich ja gar nicht gesehen. Mahmoud, malish, eadi, bataneadi, mumkin warin. Dieser muss man angucken. Upsala, malish. Also jetzt haben wir einen Sofaüberwurf gekauft, einmal mit 3 und 2 Sessel und einmal mit 2. Das 2 ist zu viel, aber ja, und in Zebra-Optik, mehr haben sie nicht. Die haben nur das gehabt, das in schwarz und braun und dann hier die Farbe. Aber das passt nicht zu unserem. Später kommt das Sofa auf die Veranda. Deswegen habe ich Zebra genommen. Ha ja. Guck, Zebra. Also guck, meine alte Schuhe. Alte Schuhe, neue Schuhe. Alte Schuhe, neue Schuhe. Die sind aber 40 und sind mir viel zu groß. Also ich habe abgenommen an den Füßen, dass ihr wisst. What kebir? But shwaya, but we can also wear socks in the winter. Leute, ich habe mich in die Handtasche verliebt. Die kostet 500 noch was. Oh Gott. Das kaufe ich mir nicht. Viel zu teuer. Guck mal, auch mit dem im Halten.
39 hat er gefunden, super. Hayati Ahsan. Fartani. Die sind zu groß, 40. Ich habe immer 40 gehabt nach der Geburt und jetzt habe ich wieder 39. But wait, wait, I don't know. Ja. So Leute, jetzt bin ich gerade im Schuhladen und der hat ja natürlich auch Taschen, das muss ich angucken euch. Muss ich euch zeigen. Also diese Tasche, die ich mir ausgesucht habe, die war viel zu teuer, aber die hat einen Fehler. Jetzt geht der zum Manager und was heißt viel zu teuer, ne? Also muss man ja sagen. Und guck mal, ob wir Discount bekommen. Die ist auch nicht schlecht. Irgendwie bin ich jetzt auf dem Goldtrip. Ja. Also ich habe mir hier die Schuhe angeguckt, schaut. Die habe ich mir ausgesucht. Die da hinten. Und jetzt, warte mal, 164 oder 70 oder 94, weiß nicht mal wie viel. Ja, könnt ihr mal sehen. So schöne Schuhe gibt es hier nicht. Aber die fand ich jetzt toll, die ich habe. Warte mal, für die Mausi. Hier muss ich nochmal herkommen mit ihr. Die haben bessere Ballerina, schau. Weil die, die ich hier gekauft habe. Mahmoud, look, this Ballerina, Helwa. Die Abiat. Hm. One day I come with Mausi Girls Day and we look. Hm. Yunis hat ja jetzt. Gucken wir. Guck mal. Also die war schon schön, vor allem glitzert die. Die hat so Pailletten unter dem Netz. Jede. Und für 300 noch, was hätten wir sie bekommen? Ich habe sie jetzt aber getragen und es stört. Wenn du das so trägst, gut, aber wenn du die Kette dran machst, dann hängt das an deiner Schulter. Das sieht schon schön aus, aber wir lassen das. Außerdem ist es auch Geld rausgeschmissen. Ich habe jetzt eine neue Tasche. Halas. So, wir sind wieder im ägyptischen Bauhaus, mein Lieblingsladen. So, also. Bohrschellen oder wie heißt sie? Jetzt haben wir wieder eingekauft. Ich brauche noch eine Säge hier. Die Eisensäge, die Rohrschellen, ein Meterstab für den Yunis natürlich. Ne? Zange brauchen wir. Dann, what else? I bring more here, Mahmoud. Dann haben wir 15 Meter, Moment, von diesem Sisalseil. Wo ist das? Ach, das hat er rein. Ach, von dem da. Für die Papageien. Das probieren wir jetzt aus und wenn es gut ist, nehmen wir noch mehr. Ne, das ist ziemlich gut. Können sie nicht schnell kaputt machen. Dann nehmen wir diese Schrauben, 40 Stück für den Gaffers, ne, für den Voliere zumachen, für die Hühner. Mit Muttern und Scheiben und ja. Jetzt gucke ich noch, was ich noch brauche. Ja, das ist der Laden gefällt mir, der hat alles, was du brauchst. Mahmoud. You can also have a Khashab. Wo ist dies? Aywa. Also dann nehmen wir das, tun wir mit Eisen schneiden, aber kann ich auch mit Holz schneiden. Aywa, Mabat, Aletnean. Wir nehmen beide und fertig. Guck mal, das Ding, das haben wir in unseren Fenstern zum Zumachen. Schraubenzieher, Hammer. Ah, nochmal so eins. Haya, haya, haya. Hm? Die Ketten sind auch cool. Mahmoud. Ja. Aber was mache ich mit denen schon wieder? Hallo Adi. Hallo Sah. So meine Lieben, jetzt gehen wir nochmal für diese Maschine hier ein Kabel suchen. Ja, mit den Tauben hat es mal wieder nicht geklappt. Der hat uns auf eine Woche wieder vertröstet, bis er uns endlich die Tauben gibt. Ja, Mahmoud ist schon müde. Ja. Ja, so sieht's aus hier. Ja, immer warten, warten, warten. Hasch, echt die. Where is this shop exactly, Mahmoud? In front us. Also das ist ein Shop, wo du irgendwelche. Der guckt sich dann das an. Hier an der Seite. Upsala, und dann gibt er uns ein Kabel. Cool, oder? Ich muss nicht den Hersteller. Jetzt mach schon mal Unfall. Ich habe alles auf Band, gell, wenn er sich beschweren will. Ja. Ja, lach. Oh, you make what he make, you drive after him. James Bond.
meine Lieben. Jetzt sind wir wieder auf dem Heimweg. Mit den Tauben hat es halt geklappt. Dann sind wir noch mal zum Gärtner gefahren. Wie sie gesagt hat, nachmittags soll der Mann, der Vater kommen. Nicht gekommen. Der hustet wieder. Sorry. Das hat auch nicht geklappt mit der Akkubohrer vom Jonas. I should remember you for the gyps, Mahmoud. In how? I will not let you. Hast nicht vergessen, sag ich. Nein, ich hab's nicht vergessen. Wir müssen noch den Stall streichen. Ja. Und guck mal, der verkauft Eisen. So ist es. Alle happy, peppy. Ich bin sauer. Hat nichts geklappt mit Ada. Wenn du so die ganzen schönen Kakteen siehst. Ja. Don't forget what your mommy said. Geh zum Arzt und lass dir was Gutes geben für deine Lunge. Guck mal, wie schön. Ah ja. For me, she don't say something, da? Das stimmt auch nicht. It's not working, Mahmoud. This is not true. For many followers who has a super Hamati, who is caring more for the daughter than for the son. Ja. Wollen wir mal so sagen. Aber wir sind nicht böse, so sind die Alte. Ich weiß, dass sie mich trotzdem mag. Ne? Die ist halt, what you do now? So ist es. Also, bin schon müde jetzt auch. Anyway, we go eating. The Sabak. Probieren wir mal. Mein Name ist Salana Halas. Ich bin doch nicht sauer, Leute. Nee. Ich bin einer Salana Shan Sabar Mishael. Hat er so eine große Gärtnerei und stehst davor und dann ist er nicht da. Das gibt's doch nicht. Und das Mädchen, mit dem anderen Mädchen, sind die ganzen Tag allein in der Gärtnerei. Ich will mal wissen, was sie dort essen. Not I know, Mahmoud, but you know, I see all this nice and I cannot take it. Yalla. Butra. Naja. Jetzt gehen wir auf jeden Fall nach Hause. Entschuldigung, einmal gähnen. Und dann gucken wir, was die Kinder machen. Wenigstens das mit dem Laptop hat geklappt für die Mausi. Mit dem Jonas nicht geklappt, meins nicht geklappt. Ah, your Galabea was working. Ach, Jonas geht eine Galabea, siehst du, das hat geklappt. Ah ja, dann sind wir auch bald ausgestattet. I'm happy that you bring the good Galabea. Ach, sag, das ist der Cover. Guck bei unserem Glück, da ist ein Schloss dran. Das wollte ich dir nur zeigen. Also es klappt wieder nicht. Halas. Augenschmerzen oder ihr sagt, super, schreibt mal in die Kommentare, was sagt ihr dazu? Also dieses Material natürlich passt nicht in unser Wohnzimmer, aber auf die Veranda später. Why not? Until bukra das haben wir. Ibukra. The answering. Ah. It's nice. You want to take it away or what? It's not looking for me good. Mahmoud, this is for the outside good. Inside not. Für die Veranda ist es gut. Für 30 Euro. Ja, weiß ich nicht. Mahmoud ist nicht begeistert, aber mich erinnert das an meine alte Küche, die habe ich auch in Zebra gemacht und pinke Wände, genau die gleichen Farben. Ja, keine Ahnung. Irgendwie hat es was. Irgendwie too much. Ja, kannst gar nicht weggucken, so hässlich ist es, gell? So ugly it is, you cannot watch away, but it's so ugly that it's nice. Weiß ich nicht. Alles not. Ja. Yeah. Hmm. Yeah. Yalla, I don't know. We will see. Passt halt nicht zum Rest, ne? Ist irgendwie too much. Alles zu viel. Keine Ahnung. Egal, das Mahmoud will ja eh ein neues Sofa machen lassen. Dann wechseln wir, dann kommt dieser Fernseher wieder rüber. Und das Sofa raus und dann das neue Sofa will er hier übers Eck machen, so L-mäßig. Dream. This is your dream since one year, you said. But we will see. Jetzt müssen wir erstmal auspacken, den Kruscht. Leute, wir machen, das habe ich schon mit Amina gemacht, als sie kleiner war. Einen Tag lang muss Jonas auf dieses Ei aufpassen.
um zu sehen, ob er Verantwortung übernehmen kann. Und es darf nicht kaputt gehen. Bis morgen früh. Egal wo du bist, es muss immer bei dir sein. Ne? Ja, in der Tasche geht es auch kaputt. Wenn es kaputt geht, hast du verloren. Du musst aufpassen. Du musst überlegen, da ist ein Küken drin. Nein, lau. Wenn zum Beispiel. Ja, wenn du es in der Tasche hast, gehst du irgendwo dagegen und dann hast du Rührei in der Tasche. Ist noch ganz verschlafen, der Jonas. Ja, gestern sind wir sehr spät ins Bett. Bei uns ist, da waren noch viele Leute da gestern. Ja, eine private Angelegenheit. War ein bisschen viel los. Kann man nicht öffentlich sagen. Ist natürlich, ja. Penny, was ist los? Ist noch zu früh für dich, gell? Schlafmütze. Und ich bin der Meinung, die Penny geht heimlich in meinen Garten. Weil jetzt haben wir das zugemacht. Es sei denn, jemand hat das offen gelassen. Und tada, der Hibiskus wird immer nackiger. Der hat die Kurzhaarfrisur jetzt. Sommerstyle. Ich habe schon gegossen, alles klar. Wir haben jetzt circa 7, weiß ich nicht, sowas rum. Sehr früh auf jeden Fall. Jonas ist immer wach, der Kleine mit der Mama. Ja. Dann gehe ich jetzt mal rein, noch einen Kaffee trinken. Alles gut hier. Ja, wir müssen mal die Schubkarre reparieren, weil hier will ich auch ausmisten. Da konnte ich das ja nicht wegnehmen, wie ihr seht. Die Schubkarre ist richtig kaputt und die muss man erstmal reparieren, sonst kann man hier nicht mehr weiterarbeiten. Ich muss mir bald eine neue kaufen. Also immer dieses Reparieren. Dann ist der Typ nicht da. Naja, ah, da kann man auch mal reingucken. Warte mal. Ach, ihr habt eine Gottesanbeterin. Die haben so eine riesen Gottesanbeterin gefunden. Und die Mause trägt die voll cool in der Hand und alles. Guck, ob die hier noch ein Ei reingelegt. Guck mal. Hier ist noch ein Ei. Sag mal, legen die hier die Eier rein? Das ist der neue Eierplatz. Können wir doch nicht machen hier bei den Papageien. Was wir hier alles finden, Leute. Noch ein bisschen tiefer, dann kommen wir zum Gold. Ah, die habe ich schon lang gesucht. Guck dir das an. Also, jetzt wühle ich mit euch schon im Heu rum, im Stroh. Nee, da ist nichts mehr. Also ein Ei und zwei Scheren, gute Ausbeute. Die Scheren tun wir gleich mal in den Werkzeugkasten. Ach ja. Ja, Leute, die Voliere, das ist noch eine never-ending story. Das dauert noch. So schnell kriege ich die nicht fertig. Also, ne, das geht nicht. Weil jetzt müssen wir uns auch spurten, weil die Wärme geht weg. Und bevor ich jetzt hier, das dauert ja wieder bestimmt einen Monat, bis das fertig ist, bis ich das jetzt weitermache und dann ist es kalt, dann brauche ich auch nicht mehr nach Hurghada. Das werden die Vögel auch noch verschmerzen. Gehen wir erstmal nach Hurghada und dann machen wir die Voliere weiter. Aber bevor wir nach Hurghada gehen, wird natürlich unten betoniert. Das machen wir. Aber nicht fertig. Wir müssen noch viel daran arbeiten. Na, da kommen ja noch Baumstämme rein und, und. Na, also da, das bleibt nicht so. Und Mahmoud, wie gesagt, will noch eine Zwischentüre machen. Eine Türe bleibt immer zu und hier machen wir so eine kleine Zwischentüre, wenn wir reingehen, dass nichts ist. Hm? Was glaube ich nicht. Die war aber auch schon groß. Habt ihr das zugemacht? Nein. War das offen, dieses Gefäß? Warum ist denn die nicht raus? Vielleicht deswegen. Die ist tot. Also, in der Milchbrüse von den Flügeln, dann macht man ihren Füßen einen Schlag. Dann ist sie doch nicht tot, wenn sie sich bewegt. Bewegt sie sich noch? Ja, ja, bring, gib mal her. Hey. Bring mal die ganze Schachtel her, brauchst du doch nicht anfassen. Ich hab sie rausgetan. Wo denn? Auf dem Boden? Ich komm, die fliegt nicht. Die Gottesanbeterin. Keine Ahnung. Also, ich kann das nicht anfassen. Ich denke dann immer, die beißt, aber die beißen anscheinend nicht, die Mausi. Und alle Kinder tun das, haben da mit dem gespielt. Also ich finde das ein bisschen makaber, aber die leben ja auch nicht so lange. 3 Monate, 4 Monate leben die und das war's. Ne? So, mal zumachen. Schwiegermutter hat hier schon gegossen. Ja,
Guck mal, jetzt kann man hier wieder kehren. Sag's euch. Ist doch egal hier. Ja, guten Morgen. Klein, ein Baby. Also da ist sie. Ich kann sie nicht anfassen. Ich denke immer, die hat doch so... Ja, das ist halt irgendwann... nicht, Junis muss doch nicht sein. Die bewegt sich noch, die lebt noch. Aber irgendwie interessant, ne? Ja. Guck mal. Ich glaube, die tun wir jetzt mal raus auf die Wiese. Guck mal, die tut sich ab. Bring mir mal Wasser, vielleicht hat die Durst. Wasser? Die legt sich so hin wie zum Schlafen. Guck mal. Die beiden Arme. Warte mal. Ja, die Nachbarin, die hält die auch. Also die fängt die immer, weil hier, die laufen bei uns frei rum. Gell, bei euch werden die in Kölle so verkauft oder in einem Zooladen. Oder im Internet könnt ihr die bestellen. Bei uns gibt's die frei. Guck mal, die hat doch so... Seht ihr das am... Kann man ganz... Da vorne am Mund, diese Zangen. Keine Ahnung. Tu das mal in Tropfen. Ach, bist du goldig. Hast du, guck mal hier. Sie trinkt? Ja, jetzt trinkt sie. Vielleicht braucht sie einfach Wasser. Hat Durst. Habt ihr die lange? Oh, was ist los? Nur die lange. Warte, ich mach mal Wasser auf den Boden. Sie hat nicht. Dann wird alles nass. Sie trinkt. Die hat vielleicht auch Durst, weißt? Jetzt kommt sie zu Kräften. Guck mal, das war's. Die hatte Durst. Guck dir, ich kann hier. Ja, die darf man nicht ohne Wasser lassen in dem Käfig. Gut, dass du geschaut hast, Jonas. Ja, aber wisst ihr, das ist ja auch so, dass die irgendwann, die leben ja nicht ewig. Gut, hast du dann einen noch dabei? Gut, Jonas, super. Mausi hat die auf ihrer Schulter alles. Und ich auf meine Arme, auf mein Gesicht. Aufs Gesicht, da legst du die, also das finde ich jetzt nicht so. Auf meine Haare. Auf die Haare? Und auf meinen Bauch. Guck mal, wie sie trinkt. Was habt ihr ihr zu fressen gegeben? Weil die braucht ja auch Eiweißnahrung. Die frisst keine Pflanzen. Die braucht... Ja. Nee. Ich hoffe, sie hat. Guck mal, wie hübsch. Die Augen sind so riesig. Das sieht aus wie so eine Erbse, die Augen, gell? So. So Panala, gell? Sowas. Guck mal. Und da ist Augenpunkt. Und in der Mitte auf der Erbse ist ein Punkt. Guck mal, hier siehst du es besser. Komm mal her. Wo denn dieses rote Stich? Ja, wo der rote Strich ist. Ja, die trinkt jetzt. Und jetzt kannst du mal nach Käfern suchen. Die braucht einen lebendigen Käfer. Kannst du draußen suchen, deine Aufgabe. Was machst du denn? Habibi. Aber guck mal, die hat doch einen Stacheldarm hinten. Oder? Ich weiß nicht, ich traue mich das nicht. Ich habe immer... Die muss was essen, Habibi, die hat Hunger. Ich kann das nicht anfassen. Komm. Eine. Wo ist eine Ameise? Ja, die sind zu klein, Jonas. Große. Ich habe die jetzt hier dabei. Die Ameisen sind immer hier bei diesen... Guck mal hier, wir legen sie mal hier auf die Blüte. Die Blüte ist voller Ameisen. Da kannst du hingehen, komm. Halt dich mal fest. Habibti. Ich mag mich. Ich würde niemals. Doch, jetzt lasse ich los und jetzt bleibt's. Oh. Jetzt. Upsala. Jetzt bleibst du hier sitzen und beobachtest sie, ob sie hochgeht. Aber die weiß ja nicht, wo die Ameisen sind. Oder? Mama, ich dachte gerade hier. Okay, auf die Sonnenblume ist besser, meinst du? Ja. Na gut, schaut euch mal das an. Immer Ameisen. Immer zum Essen. Hier sind ganz viele Ameisen in der Hibiskus, weil die so süß ist. Hä? Jetzt haben wir sie auf die... Hier oben, guck, hier hängt sie. Die sieht man nicht, aber jetzt kann sie hier warten. Die hat sich festgekrallt und wird jetzt...
Die lassen wir frei, das ist Tierquälerei bei uns im Zimmer. Weißt du, Jonas? Die lebt jetzt auf der Sonnenblume und fertig. Ja, kann natürlich sein, was ich aber auch komisch finde, diese Gottesanbeterin, die tun ja auch wegfliegen normalerweise. Ja, hä, was ist denn das für ein Baum? Warte mal kurz. Hä? Guck mal, hier ist mein Busch gekommen, Molochea-Busch. Bin ich jetzt blind oder was? Was geht denn jetzt ab? Warte mal, das habe ich gar nicht gesehen. Dein Ei, ja, wenn es kaputt geht, weißt du, ist das Experiment beendet. Warte mal, habe ich ja gar nicht gesehen. Das ist doch kein Molochea. Doch, das ist Molochea. Wow. Guck mal, es ist ein Riesenbusch, der ist aber schön. Schau mal, der hat sich hinter dem Apfelbaum versteckt. Den gieße ich immer und merke gar nicht, wie schön der ist. Guck mal, das können wir jetzt abnehmen. Das ist diesen Ast hier, der fällt eh um. Ah, können wir den Schildis geben. Das ist ein Festmahl für die Schildis. Boah. Ja, Leute, wisst ihr, so eine Gottesanbeter, Entschuldigung, wenn die hat ja Riesenflügel, die könnte fliegen. Wenn die gesund wäre, oder ne, vielleicht ist es eine Oma, dann würde die wegfliegen. Aber die hat die ganze Zeit mit den Kindern gespielt und, ja, was heißt gespielt? Die haben sie halt rumgetragen und wie ihr gehört habt, auf der Schulter, pipapo, ja. Ach, ich sag's euch. Ja, ich weiß, kein Kinderspielzeug, aber ihr wisst, meine Kinder sind vorsichtig, besser gesagt, die Mause ist vorsichtig und die passt auf. Die war ja da praktisch dabei. So, jetzt kriegt ihr mal Molochea. Super Sache. So, bitteschön. Bon Appetit. Mach mal so zu. Da ist der Herkules und seine Frau. Ja, ist euch noch zu früh, ist euch zu kalt. Guck mal, die Angelina Jolie sitzt da. Nee, das ist LaToya Jackson, sorry. LaToya. Mäschi. LaToya hat die Ulla-Augen. Ja, morgens sind die immer so liegen die so gestruppt da. Da denkst du, die haben... Sie sind krank, aber die sind auch in der Mauser und oft ist es denen zu früh morgens. Die brauchen mehr Schlaf, die Hühner. Also gehen wir nochmal dahin. Alles gut mit ihr? Ach, die können jetzt stundenlang so bleiben, ne? So ist besser, wenn sie frei ist. Getrunken hat sie, alles gut. Werden wir sehen, wenn die Sonne kommt, wo sie hingeht. Ich glaube, die sind nachts aktiv, weil die sind bei uns nachts, kannst du sie hier finden. Hier oben habe ich schon welche gefunden vor dem Haus, vor der Haustür. Ja. So. Ich finde, die sehen ja schön aus. Ach so, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Guck mal, wie schön meine Bäume hier. Die habe ich hier drapiert, hinplatziert. Guck mal, die Tempelbäume. Die sind aber nicht eingegraben. Die lasse ich nur so. Die lasse ich noch ein bisschen in den Töpfen drin. Für was soll ich sie rausnehmen? Die sind ja schon... Guck mal, wie schön. 1, 2, 3, 4. Einer ist nur eingegraben. Die anderen drei drumherum. Der da ist eingegraben und das sind die neuen. Cool, oder? Die Schwiegermutter hat es gar nicht gemerkt. Die gießt und gießt. Sag ich, was sagst du zu den neuen Bäumen? Wo denn? Ja. Lustig. Guck mal, jetzt haben wir noch ein Eisen hier. Ja, echt lustig. Guckt hier. Das wird mal ein Baum. Hier auch. 1000 Bäume pflanze ich hier. Dem gefällt's. Jetzt macht er richtig einen Sprung. Das war ein Ableger von der Nachbarin. Von der. Ah, da kommt ein zweiter Ast hier unten raus. Das ist ein wunderschöner Baum bei ihr vom Haus. Und hat sie abgeschnitten, habe ich ein paar Äste genommen. Ich glaube 10, 20 Äste. Habe es versucht und der ist gekommen. Ja, muss man halt immer viele machen. Okay, jetzt gehen wir mal wieder rein. Genug Action gehabt. Schaut mal, mein kleiner Gentleman. Dein Ei, Jonas, wo ist es? Ah, guck mal. Steh mal auf, ich liebe dieses Outfit. Pass auf das Ei. Wie du, sag mal.
Wow. Und ihm gefällt es nicht. Warum nicht? Es sieht wunderschön aus. Er will das Hemd dem Abudi schenken. Warum denn? Ich finde das. Der will nur das Batman anziehen. Dann hole ich das Batman. Nein, ich will etwas anderes. Ein T-Shirt. Ein T-Shirt. Aber sei doch mal ein Gentleman tagsüber. Sonst laufen wir immer so lupperig rum. Heute ein bisschen schön. Guck mal, wie ein Mann. Pass auf das Ei auf, schau, sein Frühstück. Ist die zweite Portion, deswegen, na, tu mal schön gucken. Hier frisches Brot muss ich gleich mal in die Gefriertruhe tun. Jetzt tu mal frühstücken, Jonas. Guck mal, das Sofa. Hab schon eine Umfrage heute gemacht, Hot oder Schrott. Ja, hammerhart. Also umso länger ich es angucke, umso cooler finde ich es. Am Anfang war es ein bisschen so, wow, too much. Und natürlich, der Überwurf passt nicht richtig, weil das eine andere Größe ist. Ich habe hier noch einen für, warte mal, das ist für einen Zweiersitz. Den könnten wir eigentlich hier drüber spannen, aber warum? Das sieht doch auch schön aus. So, ja, können wir noch überlegen, wo wir das hin tun. Vielleicht benutze ich das für das Papageiengehege. Irgendwas wird mir da schon einfallen, als Windschutz für den Winter. Was ist das? Habibi, la, das hässliche T-Shirt, guck mal. Und schon wieder hier abgekaut, alles, hör mal auf. Habibi, bitte. Ich mag es. Pass auf das Ei, wenn das kaputt geht, weißt du, Experiment beendet.